Okay, meine Freunde. Weiter geht's in Darwin's Project. Nur schnell noch, was ich gesehen habe. Ein Slot kann man individualisieren, aber nur hier. Und Q und E kann man umdrehen, wenn man in der Reihenfolge, wie man die Fertigkeiten auswählt. Und der Vogel kann sammeln. So kann ich jetzt... Also, Mobilität ist wesentlich schlechter hier. Das ist Schnellgang. Also das ist cool. Ich darf mich aber jetzt gerade nicht so deppert spielen. Ich bin gerade nur am Sammeln. Einfach nur so aus Prinzip, also weil das gerade so geil ist mit dem Vogel. Ich sollte das jetzt mal kurz, ja, mich darauf konzentrieren, dass ich auch Pfeile baue. Bewegungsgeschwindigkeit beim Markieren, Markierungsdauer plus 5 Sekunden, Ziele fast Schaden durch Bogen gegen markiertes Ziel. Ich trottel, ich hab schon die Fähigkeiten nicht. Boah, Gott, na. Man ist schon sehr unmobil. Boah, wenn man das gewohnt war mit dem Rumfliegen, ist das jetzt ziemlich arsch gerade. Mal, wie sich der im Kampf verhält. Im Tiefschnee sehe ich gerade. Nein, nein, nein. Stahlungstechnisch zum Umgewöhnen. Ich bin voll gewohnt, dass mit Shift Sprint, aber das geht jetzt ja nicht mehr. Okay, bin da eigentlich in dem Grid ziemlich alleine. Ne, warte mal. Ja, bin ich. Also, ohoho, ein Stargate. Was kann das? Ich will da reinrennen. Andere Ende der Welt, sehr schön. Da ist irgendwie ein markierter Mensch. Wesen. Southeast Zone is now forbidden. 6 zones remaining. The Shanghai Rector is now closing. 7 players remaining. Der Haberreizer. Komm ich nicht drauf. Six players remaining. Der ist irgendwo da drin. Crafted Dog. Southwest Zone is now open. Darwinian shipment has arrived. The show director is now activating an electronic. The show director is now closing the zone. Darwinian shipment has arrived.
Ah! Komm her, Pussy. Okay. Ah! Naja. Der Adler ist irgendwie cool, aber das mit Sammeln, aber ich bin so unmobil. Das ist ja Katastrophen. Ja gut, das schauen wir uns jetzt nicht bis zum Schluss an. Ich glaube, den Adler, ja, er ist cool, aber das vom ersten Versuchen her mal wird es nicht mein Lieblingsgear. Brauchen wir so ein bisschen Fluchtmöglichkeit. Schauen wir mal. Auf den Haken, der Haken wäre auch cool, aber ich glaube, das Jetpack liegt mir mehr. Das Jetpack ist dann ungefähr auch so wie in The Cycle, dass die Charaktere fliegen können ein bisschen. Das schaut schon cool aus. Ah, der Ladebildschirm jetzt wieder was. Ist vorher auch nicht gegangen, mir nochmal spielen. So, weiter geht's. Wir testen noch eine zweite Runde des Adlergear. Dann aber, glaube ich, wird's eher wieder was Mobiles, ein mobileres Gear, weil ich tue mir wirklich schwer, wenn ich nicht fliegen kann. Bin ich im Nagel. Für das Sammeln ist er natürlich absolut. Ich denke nicht, dass da was Besseres gibt als den. Dafür ist er nämlich schon saugeil. So. Ja, da. Vor allem ploppen auch manchmal, ja, genauso Bäume aus, die man gerade nicht gesehen hat. Weil das Adler-Symbol drüber erscheint. Und sowas spart man sich zu jagen. Da glänzt, ich hab was da. Komm mal daher. Oh. Aua. Jetzt halte ich kurz weg. Ah! Axe kill. 9 players remaining. Stepper Days, man kriegt so scheiß langsam. Jetzt wieder irgendwas. Ah, das hilft. Die Leben zurück. Das wüsste ich jetzt nicht, wie ich die jetzt schnell krieg. Kann man da kurz verstecken mal. Das wäre besser gewesen, naja. Da ist eine Falle da.
Stehen wir daher. Hinter das Stargater. Ja, ich tue mir wirklich nicht so leicht mit dem Adler. Aber er ist absolut cool, also keine Frage. Jemand, der das beherrscht, ist sicher gut. Ja, genau das ist es, da jetzt raufkommen. Das ist wieder so. Ja, also das. Adler cool, Bewegungsfähigkeiten schwer eingeschränkt. Das ist aber geil. Das ist geil, dass das geht. Ich bin unsichtbar. Und ich kann unsichtbar sogar kämpfen. Das könnte aber auch hilfreich sein. Darwinian Shipment has arrived. Ich kann es urweit schicken. Dafür ist er schon gut. Die Steppert. Da kann man schon was. Minen stolpert hat, naja, das. Damit kann man ja vielleicht sogar was anfangen. Kann ich meine eigenen Minen auslösen? Nö. Jetzt an der Kante ist noch einer. Darwinian Shipment has arrived. Mehr. Okay, das wird so nix. Scheiße. Ja, also, der Falke liegt mir nicht. Das hat man jetzt ja festgestellt. Aber ja. Testen wollten wir es auch mal. Okay. Passt. Das Hauptmenü. Okay, passt. Schauen wir mal, dass wir den Spectator freigeschalten kriegen.
Level 5 benötigt. Ha 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 ha. Wo steht überhaupt mein Level? Oder hat mein Charakter kein Level, sondern nur die Gears? Wir werden es rausfinden. In der nächsten Runde wieder mit dem Grappling Hook Gear. Da lasse ich mal. Ich spiele lieber mit dem Flug Gear. Okay. Sorry. Ob ich mit dem Flug Gear mehr reiße oder nicht? Schalt's wieder ein. Nächster Part. Geht's damit weiter. Wir leveln, um den Spectator mal zu kriegen, also den Director. Heimat die Glocke, dann verpasst nichts. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hat mich gefreut. Bis dann. Genießt, was ihr mir gerade tut. Und ciao.